Wir begrüßen Sie bei Red Hat Zylinderkopftechnik. Hinter uns ein oft gesehener Gast, sagen wir es mal so, ein T5 Motorcode CFCA, 2 Liter Biturbo mit 180 PS. Der Kandidat ist bei uns zum Motorcheck und das Ergebnis ist bereits relativ gut ausgefallen und deswegen werden wir dem hier unser Red Hat Wohlfühlpaket noch verpassen. Einmal Haare legen, waschen, föhnen. Genau, also kriegt einen Zusatzölkühler, eine magnetische Ölablassschraube, kriegt unser Motorschutzadditiv eingefüllt und dann halt noch einen Ölwechsel. Dann wollte der Kunde noch ein paar extra Sachen haben, wie Schaltgetriebeölwechsel, eventuell noch einen Haldex-Ölwechsel. Darüber wird das Video berichten. Und der Robin, der wird die technische Seite so ein bisschen begleiten und ich werde Ihnen ein paar Informationen dazukommen lassen, warum bei manchen Autos nicht nur im VRG-Bereich, sondern grundsätzlich Ölkühler von Interesse sind. Kommt ja eigentlich aus dem Motorsport ganz oft, um dem Auto seinen erhöhten Belastungen die notwendigen Features mitzugeben, um die Betriebsbedingungen, die dann erhöht sind, schwerer sind für den Motor, gut überstehen zu können. Beim CFCA ist das eine tolle Sache, weil der ist naturgemäß nicht so ganz toll ausgestattet vom Werk aus, um mit seinen Belastungen klarzukommen. Und deswegen das Wohlfühlpaket und der Robin macht's und Sie sind mit dabei. Bis gleich. Komm, Robin legt los. Robin ist schon wieder fertig. Wir haben nichts aufgenommen. Ja, ganz fertig bin ich ja noch nicht. Ich muss ja die Schläuche adaptieren hier. Hier ist es halt wichtig, immer darauf zu achten, da die auf der einen Seite starr mit einem 90-Grad-Winkel verpresst sind, für hier unten im Prinzip an dem Thermostat anzuflanschen, dass man die ansetzt, grob in die Richtung verlegt, damit die unten schon fest sind. Und die können sich dann halt hier entspannt legen, damit sie nicht schon verspannt verbaut werden. Also wenn ich den jetzt erst hier ansetzen würde und dann unten und den Winkel dafür schon drehen müsste, dann würde ich dem Hydraulikschlauch so 30% seiner Lebenszeit nehmen, weil die halt entspannt liegen müssen und dann können sie auch genau das machen, wofür sie gefertigt sind. Ne? Dann immer gut darauf achten, dass man die nachher schön fixiert mit Kabelbindern, damit hier nichts scheuert oder gegebenenfalls hier vorne auch nichts in den Lüfter kommen kann. Alles immer schön festmachen und dann hat man eigentlich da Ruhe mit. Die Moped-Fahrer wissen, was passiert, wenn man mit 180 auf der Autobahn unterwegs ist. Das gibt ein bisschen Druck auf dem Helm und auf dem Körper. Und genauso ist alles das, was im Wind vorne steht, ist natürlich auch dem Fahrtwind ausgesetzt, den Vibrationen des Autos. Das heißt, die Sachen ordentlich verlegen. Es ist alles sehr passgenau, aber wie der Robin schon sagt, das auch spannungsfrei zu verlegen, ist ganz, ganz wichtig. Und wir erleben immer wieder, dass wenn Kunden da nicht sorgsam mit umgehen, dann hat man auf einmal irgendwo die Schläuche an der Karosserie, klemmen mit Druck, scheuern sich auf, tun sich weh. Muss ja nicht sein, also da ein bisschen mit Bedacht immer dran gehen. Das ist eigentlich Rennsport, wenn man es einbaut oder Produkte aus dem Rennsport. Und so sorgsam sollte man auch damit umgehen. Also nicht einfach reinklatschen und fertig, sondern mit einer gewissen Sorgfalt daran gehen. Also die Adaption hast du schon drin. Die sieht bei uns im Prinzip so aus. Das ist jetzt die letzte Generation. Vorher hatten wir die drin. Darunter war dann noch ein Spacer, der musste als Abstandshalter dienen, damit bei dem AGR-Modul, was wir unten drunter haben, da ist so ein Ablauffang, sag ich mal, dran. Und damit die nicht maßlich kollidieren, gab es einen Spacer. Unten ein Dichtset, dazwischen ein Dichtset und so weiter. Und das haben wir jetzt nochmal geändert. Mit diesem Bauteil lassen wir auch hier in räumlicher Nähe fertigen. Alles selber auch letztendlich konstruiert. Und so sieht es im Prinzip jetzt aus. Ein Bauteil weniger. Wir haben von einer Runddichtung oder von zwei Runddichtungen auf eine Rechteckdichtung umgerüstet. Mehr Flächenpressung letztendlich. Und auch wenn man so ein Bauteil löst und das ein bisschen verdreht, ist die Dichtung dann etwas stabiler im Verhältnis zu den Standardmodellen, die wir früher eben drin hatten. Nochmal eine Verbesserung in der Geschichte. So sieht es eben jetzt aus. Gibt es auf der Welt nicht nochmal, gibt es nur bei uns. Gut, also Robin baut es jetzt zusammen. Der Ölkühler ist hier für die Biturbo-Varianten ausreichend dimensioniert.
Manche gehen hierher und versuchen dann, wie zu Opel Mantas Zeiten, irgendwie auf 90 Grad runterzukommen und so weiter. Dann erschießt man den Bus von hinten durch die Brust. Weil die Öltemperatur, wenn die tatsächlich zu weit sinkt, haben wir hier die Situation und Schwierigkeit, dass wir eine zunehmend messbare Anreicherung von Kraftstoff im Öl haben. Dieselkraftstoff diffundiert sowieso recht schlecht aus. Das geht eigentlich erst so richtig gut los ab 120 Grad. Da sind wir aber schon an der Grenze so, wo wir eigentlich mit unseren Öltemperaturen als Max hinwollen. Das heißt, wir müssen unsere Öltemperaturen über 100 Grad legen, idealerweise. Und wenn der Bus sich dann hier im Kompromiss um die 110, 115, 105 Grad bewegt, meinetwegen auch mal 98, das spielt alles keine Rolle. Das ist aber dann in Ordnung. Aber um Gottes Willen jetzt nicht runter auf 70 oder 80 Grad und sich dann wohlfühlen. Der Bus tut es dann nicht. Ja. Also das hängt allerdings auch viel mit dem Fahrer zusammen. Ne? Also es gibt Leute, die kriegen die Öltemperatur in ihrem Leben nicht über 120 Grad, auch ohne Ölkühler, weil sie halt einfach nur im fünften Gang mit 50 durch die Ortschaft knüppeln. Stationärbetrieb. Dann ist es natürlich auch nicht möglich, die Temperatur überhaupt dahin zu bekommen. Also man muss dann halt auch wirklich zusehen, regelmäßig mal ein bisschen fahren. Ja, Speed geben, genau. Ja. Dafür sind die Dinge eigentlich da. Die Autobahnkisten von den Vertretern, sage ich mal, Hamburg-München, Tempo 200, das sind eigentlich die Autos, die auch mit 300.000 Kilometer auf dem Tacho kehren, gesund sind, egal aus welchem Konzern. Und alle die mit großen Motoren in Kurzstrecken rumgammeln, die tun sich weh. Das ist einfach nicht gut. Die kommen niemals richtig auf Temperatur. Das ist dieses Taxi- oder LKW-Syndrom. Die haben eine Million Kilometer drauf, weil der Motor nie kalt wird. Der Robin hat natürlich recht. Und es kommt noch ein Phänomen dazu. Und zwar die Charakteristik des Motors. Man könnte jetzt meinen, die kommen alle vom Berg, sind all gleich, haben alle 180 PS und laufen all gleich. Jeder Motor hat seinen eigenen Charakter. Ist ein Ticken anders eingefahren, hat eine andere Ausstattung im Bus drin, schleppt ein bisschen mehr oder weniger Gewicht. Hat aber seine eigene Charakteristik. Also wir erleben das immer wieder. Jeder Motor hat seine eigene Seele. Und wer das nicht glaubt, der wird hier eines Besseren belehrt. Nicht, weil alle Motoren unterschiedlich kacke gebaut sind, sondern es ist so. Ja, und was hier halt auch immer noch einspielt, ist Thema Wassergeschichte. Man hat es dann oft, wenn die wirklich dann nicht mehr gut auf Temperatur kommen, dass es dann mit dem Wasserthermostat zusammenhängt. Die Temperaturanzeige im Innenraum, die gaukelt einem ein bisschen was vor. Die zeigt auch, wenn wir das mit einem Diagnosegerät auslesen, haben 75 Grad Wassertemperatur, zeigt die auch schon 90 an im Kombi-Instrument. Um den Kunden, naja, sagen wir mal, okay, Betriebstemperatur, okay, alles klar. Ja, vor allen Dingen aber, wenn es über 90 geht, dann ist er auch immer auf 90 angenagelt. Müssen wir gucken, die geht von 90 nicht mehr weg. Also da sind wir dann wirklich schon bei 115, 120 Grad Wassertemperatur, bis die sich von den 90 wegbewegt. Und dann ist es oft fast zu spät. Aber gerade wenn das Thermostat halt irgendwie ein bisschen hängt und nicht mehr ganz aufmacht, dann haben wir 70 Grad Wassertemperatur und dann kommt man aus der Öltemperatur auch nicht mehr höher. Also da muss man den wirklich, sagen wir mal, rannehmen, damit die Temperaturen erreicht werden. Also das ist dann, wenn man solche Probleme hat, auch nochmal einen Punkt anzugreifen. Die Autos werden 10, 15 Jahre alt jetzt und da sind oftmals immer noch die ersten Thermostate drin, die in Kunststoff gelagert sind und da nur eine Klappe verstellen. Ist eine Empfehlung einfach meinerseits eigentlich, das in irgendwelchen Wartungsarbeiten oder wenn man drankommt, immer mal mitzumachen. Also auch vorsorglich. Weil wenn das irgendwann nicht mehr öffnet, dann steht man da und fährt die Kiste heiß. Oder man kommt halt nicht mehr auf Öltemperaturen. Weil wir haben bei diesem Kit ersetzen wir nicht den Öl-Wasser-Wärmetauscher wie beim T6, sondern setzen den zusätzlich drauf. Und der Öl-Wasser-Wärme-Ausgleich oder Austausch passiert hier trotzdem noch. Und wenn die Wassertemperatur bei 60 Grad stehen bleibt, dann wird das Öl auch nicht viel heißer. Wir wollen ja immer die 90, 95 Grad erreichen, aber es ist, da muss man auch schon mal angreifen. Okay, ganz interessant und wichtig noch die Information. Wir haben dieses Konstrukt, wir nennen das immer Hosenträgersystem, gewählt. Warum? Ganz viele Hersteller gehen her. Es gibt keine Möglichkeit, den ordentlich zu befestigen. Sie können den also nicht am Ladeluftkühler oder sonst irgendwo festmachen. Und was machen die Jungs dann immer? Die holen aus China einen Edelstahl-Ladeluftkühler und schweißen da Edelstahl-Einschweißmuttern drauf. Und der Ladeluftkühler, der oftmals gar nichts bringt, wirklich, weil er auch nicht gut ist,
Der wird dann im Prinzip als Halter für 800 Euro genutzt. Das heißt, da kommt ein Edelstahl-Ladeluftkühler rein, ein Schweißmotor drauf und darauf wird der Ölkühler verschraubt. Ich halte das echt für ein bisschen bedenklich, sage ich mal vorsichtig. Wer sich mal die Mühe macht und guckt mal, wie die Abgastemperaturen sind vor der OP und nach der OP, wenn er einen Ladeluftkühler drin hat, das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, um auch die Verbrennungstemperaturen unter Umständen runterzuholen. Also nicht nur Leistungssteigerung im Fokus, sondern dem Bus auch was Gutes zu tun. Das muss man sich mal überlegen. Das ist beim Benziner eine ganz andere Geschichte wie beim Diesel. Und da muss man gucken, hat der Ladeluftkühler denn tatsächlich eine Wirkung, den ich eingebaut habe? Und es gibt so viel Mist auf dem Markt, wo man echt sich denkt, okay, das kann man sich einfach sparen. Und ganz schlimm und frevelhaft finde ich es, wenn es nur als Halter fungiert oder agiert und das Ganze so entsprechend angepriesen wird. Das kann man eben wunderbar mit so einem System hier abändern oder umsetzen und dann hat man sich eine Menge Kohle gespart, ohne tatsächlich schlechter unterwegs zu sein. Und wer dann wirklich einen Ladeluftkühler braucht, mit dem muss man sich dann gesondert unterhalten, welche Möglichkeiten da bestehen. Aber ich sag mal, 98% brauchen keinen. Ja? Okay, so, jetzt höre ich auf. Wir unterhalten uns gleich mal, warum überhaupt ein Ölkühler sinnvoll ist. Und der Robin macht in der Zeit weiter. Genau. Ich werde dann hier die Fittings noch festziehen. Stoßstange kommt dann wieder drauf. Unser Keramikadditiv einfüllen, Ölwechsel fertig machen und dann geht das Ding bald wieder rausziehen. So ist der Plan. Dann würde ich sagen, sehen uns. Ölkühler, mal am Stück gesehen, was für Bauteile drin sind bei unserem VW-Bus. Wir haben hier das Hosenträgersystem, wir haben die Schläuche. Die Schläuche übrigens hier in dem Fall bis 150 Grad temperaturbeständig. Normale Schläuche, die Sie so im Motorsportzubehör kaufen können, sind oftmals nur bis 130 Grad tatsächlich. Wir sind hochgegangen auf 150 Grad bis 30 Bar. Alles fest verpresst, sind wir auch von weggegangen. Von diesen Schraubverbindungen hat sich in der Vergangenheit gezeigt, bei den Bussen, wo echt immer eine Dauerbelastung von über 100 Grad drin ist, 115, 120 Grad und so weiter, tut man gut daran, Reserven zu schaffen. Und das ist auch hier im Prinzip der Fall. Dann unser neues Modul, wir hatten es eingangs schon gesagt, die entsprechenden Winkel, die Mittelverschraubung, alles hier bei uns gefertigt. Wir sind in der Hydraulik, ist ja immer alles auch in Zoll, sind hier auf metrische Schlüsselweiten gegangen, damit auch normales Bordwerkzeug genutzt werden kann. Warum überhaupt Ölkühler? Soll doch froh sein, dass man hohe Öltemperatur haben. Ja, mit zunehmender Temperatur verändert sich die Viskosität des Öles. Das heißt, das wird bis zum gewissen Grad immer dünnflüssiger, das ist das eine. Und dann verliert es natürlich auch einen Teil seiner Druckbeständigkeit. Also das Medium verändert sich. Das ist das eine. Und natürlich wird das Öl durch zunehmende und hohe Temperaturen auch thermisch irgendwann geschädigt. Ne? Also da wirken ja eine ganze Menge Kräfte an, Reibkräfte, Scherkräfte und so weiter, die malletrieren das Öl letztendlich durch und die hohe Temperaturbelastung sorgt natürlich auch dafür, dass das Öl dann entsprechend vorzeitig altert, wenn es immer an seine Grenzen rangeführt wird. Also wollen wir einen bestimmten Rahmen haben. Das Öl ist also konzipiert für den Motor, abgestimmt auf den Motor und seine Bedingungen und natürlich auch auf seine Betriebstemperaturen. Wenn ich jetzt aber einen Kandidaten habe, der aufgrund von Tuning, aufgrund von Nutzungsverhalten von Besitzern und so weiter oder warum auch immer in höhere Temperaturbereiche geführt werden muss oder wird, dann muss ich reagieren, entweder mit anderen Ölen, das ist das eine, da kann man auch in gewisser Hinsicht was machen, ja, und sich rennsportmäßig in die Region bewegen, aber dann muss das Öl auch immer idealerweise in diesen Regionen bewegt werden. Tue ich das nicht und fahre ein großes Spektrum, eher im unteren Bereich, dann muss ich dem Motor sein Öl lassen und zusätzliche Reserven schaffen. Und dafür sind dann eben solche Ölkühler ganz gut. Hier jetzt bei unseren Bussen gleichen wir damit konstruktive Mängel des Herstellers aus, so nenne ich das einfach mal ganz frech und dreist und behaupte das. Und wenn wir die Motoren bauen für die VW-Busse, dann gucken wir natürlich, was müssen wir zusätzlich tun, um den Motor dann standfest zu bekommen. Und eins davon ist eben dann auch der
Ölkühler. Also ganz wichtig, wirklich darüber nachdenken, was für Situation habe ich, und dann beobachte ich meine Öltemperatur. Jetzt sind ganz viele Kunden, die rufen mich immer an und sagen, ich fahre Skoda, ich hänge einen Anhänger dran, ich habe 130 Grad und mehr. Was soll ich da sagen? Ja, auch da macht natürlich dann ein Ölkühler Sinn. Jetzt haben wir für Skoda Octavia keinen Ölkühler da. Wenn ich jetzt den EA288 nehme, dann haben wir aber die Adaptierung für die da. Ne? Also solche Bauteile, die ich an den Motor anschließe und von da aus mit meinen Ölleitungen weg kann. Jedes Fahrzeug mit seinen Konstruktionen, seinem Motorkonzept hat andere Wasserkühler drin, Klimaanlage, groß, klein, sonst irgendwas. Dementsprechend verändern sich die baulichen Eigenarten im Fahrzeug, am Fahrzeug. Und wir können natürlich nicht für jedes Fahrzeug ein konfiguriertes Ölkühlerset anbieten. Wäre mal Wahnsinn. Ich habe mal ein Lager, das ist so groß wie Fort Knox. Braucht kein Mensch. Dann muss man individuell für das Fahrzeug eben gucken. Ich habe meine Grundadaptierung, die haben wir da für den EA288. Und von da aus gehe ich mit meinen Schläuchen weg und muss gucken, was Sache ist. Das kann man im Do-it-yourself zu Hause auch selber machen. Also wenn man zwei geschickte Hände hat und ein bisschen Geist, dann passt man sich das an, guckt, welche Ölkühler-Dimensionen passen vorne rein. Und weil das Ding ja über ein Thermostat geregelt ist, ist die Größe des Ölkühlers gar nicht das Riesenthema, weil so ein Thermostat, und das ist ganz wichtig, dafür Sorge trägt, dass der Ölkühler, egal welcher Dimension er unterliegt, immer sich dem Motor anpasst und sagt, ab einer gewissen Temperatur mache ich auf und ab einer gewissen Temperatur mache ich zu. Also ich brauche auf jeden Fall einen Ölkühler, um meine bestimmten Temperaturzonen, für die der Motor konzipiert ist, zu halten, um das Öl in einer optimal für den Motor abgestimmten Viskosität zu nutzen. So, und wenn ich darüber hinaus fahre, dann brauche ich eben oder sollte ich über einen Ölkühler nachdenken. Und die Skoda-Jungs beispielsweise, die eben mit 130 Grad und mehr operieren, sollten darüber nachdenken, ob ein Ölkühler für die sinnvoll ist. So, und ich habe Abhandlungen von VW gesehen, die gibt es mittlerweile auf dem Markt nicht mehr und werden verteilt, aber da steht dann drin, bis 150 Grad ist alles in Ordnung. Und in Spitzenlastzeiten bis zu 170 Grad. Also das Öl, 504, 507 Freigabe und so weiter, ist eigentlich konzipiert für 160 Grad, grob über den Daumen. Und dann wird eben gesagt, bis 170 Grad eine Spitzentemperatur. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben einen Motor, der sowieso echt aus dem letzten Loch pfeift. Das Öl drangsaliert und quält. So, dann leide ich unter konstruktiven Mängeln mit gewissem Motorverschleiß. Hab dann Blow-by, das heißt, das Öl nimmt Schmutz in enormem Maße auf. Altert vorschnell. Und der Motor wird extrem hoch belastet und das Öl liegt dann in Spitzenzeiten bei 170 Grad. Ja, wie viel Ölwechsel soll der Motor überleben? 3, 4? Genau das passiert dann und dann habe ich einen Motor mit 120.000 im Eimer. Und das erleben wir am laufenden Band. Die erleben 4 Ölwechsel im Leben und sind dann tot. Das ist wie eine Eintagsfliege. Braucht kein Mensch. Doch die Eintagsfliegen dienen zumindest den Vögeln als Nahrung. Deswegen gucken Sie einfach, wie Ihr Motor liegt, in welchem Operationsfeld der agiert und entscheiden dann, ob ich einen Ölkühler brauche. Und dann müssen Sie sich einen Tuner suchen oder im Do-it-yourself oder wie auch immer mit entsprechenden Unternehmen Kontakt aufnehmen und sagen, alles klar, ich mache was Thema Ölkühler. Wir bauen jetzt nicht für alle möglichen Autos die Ölkühler rein. Dafür haben wir die Zeit nicht. Das ist eher eine Sache für Tuner. Aber wir bieten eben für die VAG-Kisten speziell, weil der EA288 so ein paar Probleme hat oder auch hier im T5, der EA189, das ist der alte CFCA Biturbo, da bieten wir Ölkühler-Kits an, weil wir die Motoren eben sehr häufig machen und sagen, okay, wir müssen die betriebsresistent machen, also hohen Temperaturen gegenüber angemessen ausgestattet und das machen wir. Und Sie sollten eben nochmal zu Hause gucken, brauche ich einen Ölkühler, in welchem Temperaturgefüge liege ich? Und danach treffen Sie Ihre Entscheidung, um möglichst lange Standzeiten zu erzielen. Ich denke, ölkühlertechnisch ist alles gesagt. Sie wissen erstmal Bescheid, können sich ein paar Gedanken machen und überlegen sich dann, ob Sie Ihrem Auto was Gutes tun, wenn Sie da ein bisschen nachhelfen, nachrüsten. Ich würde es tun. Ist eine ganz, ganz wichtige und gesunde Maßnahme für Ihren Motor. Okay, ich sag mal bis gleich. So, unser Bus ist fertig.
Ölkühler ist drin. Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen, warum die wichtig sind. Nicht nur beim VW-Bus, sondern auch bei anderen Fahrzeugen. Gab es irgendwelche Komplikationen? Nee, ja. Nix. Wie gesagt, Motorcheck im Vorfeld war ziemlich gut ausgefallen. Deswegen ging hier auch eigentlich alles glatt. Also gab keine Komplikationen. Mal was glatt gegangen. Alles dicht. So soll es sein. Kannst du mir ja nochmal gerade angucken. Ja, komm, mach mal die Haube auf. Wir gucken mal rein, ob das alles ordentlich aussieht, was der Robin gemacht hat. So, okay. Sieht aus wie ein Motor. Sieht aus wie ein Motor. Guck mal unten rein. Man sieht eigentlich im Prinzip nicht viel. Ja? Hier haben wir die Ölfilterpatrone und darunter ist eigentlich Geraffel, kann ich gar nicht mehr sagen, weil es nicht mehr viel ist. Es ist praktisch ein Bauteil und daran abgehend sind dann die Schläuche, die sind hier entsprechend verlegt, ordentlich festgemacht, so dass auch im Wind nicht vor sich hinrappeln oder durch Motorvibration und dann passiert auch nichts. Wichtig ist immer auch für die Werkstätten, wenn die so einen Ölkühleradapter drin haben, wenn die einen Ölwechsel machen, dann hat diese Adaptierung arretiert zu werden und dann löst man die Ölfilterpatrone. Die haben die Eigenart, die saugen sich extrem fest, Anziehmoment 18 Newtonmeter ab Werk oder sollen eingesetzt werden. Und was ist immer, der Lehrling macht den Ölwechsel, dann zieht er 18 Newtonmeter an, das ist handwarm und dann geht noch eine halbe Umdrehung und noch eine halbe Umdrehung, kriegen sie nicht mehr los. Und dann packen sie den Kappenschlüssel drauf, wenn der nicht platzt, das Alu-Ding, und sie kriegen den los, dann drehen sie das ganze Bauteil unter Umständen unten mit. Das halten sie halt gegen. Idealerweise setzt man den Dichtring mit Vaseline ein oder mindestens mal mit Öl. Und dann kriegen sie das Ding auch halbwegs los und das Teil dreht sich nicht mit. Aber wenn es mitdreht, Zentralschraube lösen, zurückdrehen, Zentralschraube wieder anziehen, 70 Newtonmeter, alles klar, Ende aus Mickey Maus. So. Genau. Wird ganz oft nicht gemacht und dann wird die Dichtung oder das Bauteil gegen den Anzugsdruck verdreht mit der Dichtung, dann ist die Dichtung unter Umständen kaputt und alle meckern über das Bauteil. Im Prinzip ist es eine Unfähigkeit der Mechaniker. Oder die Schläuche stehen dann weiter nach vorne in den Lüfter rein und sobald er einmal Temperatur kriegt, fängt er an, fürchterliche Geräusche zu machen. Gab's auch schon. Ganz geile Geschichte. Ich fall dir ins Wort, rief letzten Sekunde an, sagte, ich habe das Auto in der Werkstatt, die haben Ölwechsel gemacht und jetzt, ihr Ölkühler macht Geräusche, der da reingekommen ist. Und Werkstatt will dafür 4 Stunden Arbeit berechnen. So, dann habe ich mit der Werkstatt telefoniert. Was haben die gemacht? Genau das Problem, das Paket gedreht, 2 Zentimeter, die Schläuche hängen im Lüfter drin. Und beim Rückwärtsfahren kippt der Motor nach vorne und dann hängen die Schläuche im Lüfter dran. Ja? Dann konnten wir per Ferndiagnose dem sagen, was da los ist. Und die Werkstatt wollte da 4 Stunden Arbeit berechnen, dem armen Kunden. Also sie erleben wirklich die tollsten Sachen heutzutage. Gut. Das Ding ist safe. Der Kunde wird Spaß haben. Jetzt kann er über den Brenner fahren im Sommer, wenn er will. Die Urlaubszeit steht an. Ja, genau. Ist auch ein Camper und auch recht vollgepackt. Also der lohnt sich auf jeden Fall. Ja, geile Karre. Ist auch teuer. Solche Busse fahren sich super geil. Und an der Stelle gibt es auch gar nicht mehr viel zu sagen. Wir verabschieden den Bus. Genau. Und wir sehen uns gleich beim Grillen. So. Tschüss, Bus. Tschüss. Tschüss, Robin. Tschüss, Lars. Tschüss, da draußen. Machen Sie es gut. Ciao. So, der Kunde ist aus dem hohen Norden gekommen. Wir sagen hier unten immer Fischköppe, ne? Aber das sagen wir den Kunden nicht. Heute nicht. Ja, heute nicht. Holt den Bus ab, hat eine ordentliche Tortur hinter sich, ne? Jetzt mit der Bahn gekommen. Genau, mit der Bahn und dann mit einem Taxi hier angereist. Ja. Und jetzt endlich wieder mobil unterwegs so mit dem Bulli. Wollen wir hoffen, dass der Ölkühler auch das bringt, was wir immer versprechen. Wird aber gelingen. Ihnen eine gute Heimreise. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Ich bedanke mich auch recht herzlich. Alles Gute und ich freue mich auf die Heimreise. Ja, vielen Dank. Okay, bis dann, ja. Ciao. Ja, bis dann. Ja, vielen Dank nochmal, wirklich. Sehr gerne. Mega.